Hey Leute, es ist wieder soweit. Ich drehe meinen nächsten Vlog. Dieses Mal nehme ich euch mal mit in meinen Trainingsalltag für die nächsten 2 Tage. Ich bin jetzt gerade in der Vorbereitung. Und ja, es ist gerade 8.30 Uhr. Ich bin in Berlin. Es ist kein wunderschönes Wetter, wie ihr sehen könnt. Aber das macht mir hart im Kern nichts aus. Deshalb würde ich sagen, ich frühstücke jetzt erstmal und dann geht es eigentlich ruckzuck auf den Platz. So Freunde, ich habe jetzt gefrühstückt. War sehr, sehr lecker. Boah, es ist sehr, sehr kalt, muss ich sagen. Es sind laut Uhr 0 Grad. Halt, ich mache mich jetzt auf den Weg und dann wird erstmal gelaufen. Jetzt wird losgelaufen. Also Leute, bis später. Scheiß So, ich bin fertig. Knapp 45 Minuten. War auf jeden Fall nicht ohne. Jetzt wird erstmal ein bisschen gedehnt. Eine Ewigkeit später. So, genug gedehnt. Es ist scheiße kalt nach dem Laufen, wenn man so ein bisschen abgekühlt ist. Jetzt geht es erstmal ab nach Hause, duschen, was essen und nachmittags geht es dann wieder auf den Platz. Dann mache ich ein bisschen was mit dem Ball. Es ist jetzt 15 Uhr. Ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, heute nicht mehr auf den Platz zu gehen. Ja, die Intervallläufe waren schon echt hart, muss ich sagen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, jetzt eher ein bisschen was für Oberkörper zu machen. Mache jetzt ein bisschen Stabis und genau, gehe dann halt morgen auf den Platz wieder. So, 3 Durchgänge habe ich hinter mir. Reicht auch absolut für heute. Ich bin kaputt. Ist jetzt, glaube ich, schon, weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe. Gute halbe Stunde. Das reicht auch immer für heute. Für heute ist noch Chillen angesagt und morgen geht es dann weiter, Leute. Digga, ich habe einfach vergessen. Ich muss noch einkaufen. Ich habe gar nichts zu essen. Stabil. Day 2, meine Freunde. Ich gehe jetzt einkaufen. Es ist 8 Uhr. Die Außentemperatur beträgt 2 Grad. Es ist echt kalt draußen. Ich hole mir jetzt ein ordentliches Frühstück. Und dann geht's essen, anziehen und laufen. Ich habe jetzt gefrühstückt, bin jetzt gerade zum Sportplatz gegangen und ja, muss jetzt kurzfristig meinen Plan ändern, weil der Sportplatz leider erst ab 16 Uhr aufmacht, was ich so nicht geplant hatte. Deswegen muss ich mich spontan jetzt dazu entscheiden, um den Sportplatz rumzulaufen, anstatt auf ihm zu laufen. Ja, aber ich nehme euch so gut es geht mit und bin ziemlich sicher, dass wir das meistern. Jetzt lockere 30 Minuten, die ich laufen war, war jetzt nicht allzu anstrengend. Gestern war das Ganze ja ein bisschen intensiver. Da haben wir Intervallläufe gemacht, beziehungsweise ich habe Intervallläufe gemacht. Deshalb heute nur einen ganz lockeren Lauf und genau, nachmittags machen wir noch ein paar Linienläufe. Jetzt gibt es aber erstmal Mittagessen, vielleicht ein kleines Nickerchen machen
bin irgendwie ein bisschen müde. Und dann um 16 Uhr, wenn der Platz aufmacht, geht's wieder rauf auf den Platz und dann werden ein paar Linienläufe gemacht. Kurzes Feedback zu meinem Nickerchen, war sehr, sehr gut, hat mich wieder energized und ich habe auch gute Neuigkeiten. Es ist tatsächlich 14 Uhr und der Platz hat schon offen, wie ihr sehen könnt. Das erfreut mich sehr, dann kann ich ja früher mit dem Training starten. Ich werde mich jetzt ein bisschen aufwärmen und dann geht's ran an die Linienläufe. Dann würde ich sagen, let's go. So, ich bin jetzt warm. 15 Minuten haben gereicht. Jetzt geht's an die Sache ran. Let's go. Let's work. Yo, it's go time, show time, never back in downtime. One shot, yo, make it count, yo. Crunch time, shine time, make this moment my time. Get a grip, yo, ready, set, go. We bring the thunder. Boom, boom. Bring the thunder. Boom, boom, boom. Let's work. Boom, boom, boom. Bring the thunder. Boom, boom, boom. Let's go. Boom, boom, boom. Bring the thunder. Boom, boom, boom. Let's work. Hammer Getränk, ehrlich. Das ist der Hydro von Match Nutrition. Ich schwöre darauf, ich nehme das schon seit einem guten halben Jahr. Ich muss sagen, das Zeug schmeckt echt gut. Mein persönlicher Favorit ist Mango Passionsfrucht, den ich auch hier gerade drin habe. Es ist reich an Kalium, Magnesium und anderen Vitaminen, die wichtig für deinen Körper sind. Zusätzlich beinhaltet es Aminosäuren, die auch unter BCAAs bekannt sind, die wichtig für deine Muskulatur sind. Und das Kokoswasser, was da drin ist, ist reich an Elektrolyten, die deinen Elektrolythaushalt ausreichend für ein restliches Training versorgen. Deshalb, ich kann es nur empfehlen. Das war's. 15 Läufe gemacht. Ich krieg wieder gar keine Luft. Sauerstoffzeit. Ne, aber das war's auf jeden Fall. Ich gehe jetzt nach Hause. So, Freunde. Das Video neigt sich dem Ende zu. Ich habe jetzt geduscht, habe gegessen und bin jetzt zu Hause. Ich hoffe, ihr konntet mal so einen Einblick bekommen in zwei Trainingstage in meiner Vorbereitung. Wir mussten zwar ein bisschen spontan handeln, dadurch, dass der Sportplatz zu war. Aber ich finde schon, dass wir das gut gemeistert haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich wieder mal, wie auch immer, über ein Like, Comment oder Abo freuen. Und die wahren Shababs unter euch machen einfach alle drei Sachen, das weiß ich. Deswegen danke im Voraus. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Spaß, Mann, es geht noch weiter. Denkt auch, ich habe den Code vergessen, ne? Für die Fleißigen unter euch, die das Video jetzt auch zu Ende geschaut haben, hier ist der versprochene Rabattcode. Mit diesem Rabattcode bekommt ihr 10% bei Match Nutrition. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Für die Fußballer unter euch, ich kann euch wirklich nur sagen, ich nehme die Produkte jetzt seit über einem Jahr und ich bin absolut überzeugt von diesen Produkten, muss ich ehrlich zugeben. Es gibt verschiedene Produkte für vor, während, nach dem Training. Schaut einfach mal auf der Homepage vorbei. Die Homepage verlinke ich natürlich unter dem Video, genauso wie ich den Rabattcode auch nochmal hier unten hinschreibe unter dem Video. Und jetzt haben wir auch alles, deshalb sage ich jetzt wirklich, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.